Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! The Dawn of a New Era! Du hast das Pro vergessen. Stein. Gewonnen. Wie er auch einfach das gesagt hat, was er gespielt hat. Du ziehst das auch nicht direkt. Also, ich bin Yugi. Jetzt auch wieder mit meinem Timaeus, wo wir den normalerweise später ziehen soll, aber lass mal das. Ich bin der Orikalkos-Soldat. Ja. Vielleicht erinnert euch das Duell unter Umständen nicht. War jetzt nicht so. Ich bin einfach nur ein. Keine Ahnung, das war technisch gesehen ein Monster, gegen das er duelliert hat. Aber perfekt. War dann nicht so perfekt. Braucht er Landform gar nicht mehr. Naja, damit hättest du noch Orikalkos aus deinem Deck entfernen können. Ah, oh, so gesehen, du bist gar nicht mal so doof, das ist richtig. Warum sollte ich denn doof sein? Passt schon. Warte mal, ich schmeiß den weg. Gleich. Sobald du mein Monster killst, kann ich mir das andere holen. Das heißt, wir können dann quasi gleich anfangen, so wie das Duell tatsächlich beginnt. Er hat also Sangan gezogen. Ja, genau, Sangan liegt jetzt dort. Ich brauche nur zwei Karten, weil ich in diesem Duell nur zwei Karten benutze, also eigentlich. Deswegen sind alle anderen Karten, Topf der Gier, Krug der Gier, Topf der Gegensätzlichkeit, hier diese Dark World Karte da, und alle anderen Karten, oder auch die Karte hier, damit er Karten zieht. Also bei mir liegt hier gerade zweimal Krug der Gier. Oh, und jetzt wird spannend, ich frag mich. Ja, und du hast keine Angst, sie zu benutzen. Go. Dreifachkette. Du bist dran. War aber klug von dir, du hast ihn weggeschmissen, damit du ihn gleich holen kannst. Mhm. Ja, ich bin schlau. Ich bin Interli klug, ja? Die Wohltäterin hat er auch noch im Deck. Hm. Okay, den brauche ich jetzt nicht mehr, weil die Zauberkarte, die ich mit ihm ziehen will, habe ich schon. Oh, das ist ja lustig. Okay, das setze ich mal. Und das setze ich auch. Ah, interessant. Du hast nicht vorgehabt, meine Lebenspunkte gleich megamäßig zu reduzieren. So, hier ist er. Ja. Diese Karte ist Anime-only. Ja, deswegen sah sie auch so aus. Die berühmte Karte Orikalkos Gigas. Und Yugi hat auch noch wegen einer Anime-only-Karte gewonnen, die ich jetzt aber nicht drin habe. Also werde ich verlieren. Wie, du wirst verlieren, bitte. Ja, ich habe doch gerade gesagt. Pass aber auf im Ziehen, nicht, dass du das Deck zu Ende ziehst. Oh ja, jetzt wo du sagst, dann sollte ich vielleicht... Eigentlich brauche ich jetzt auch nichts mehr benutzen, wenn ich ehrlich bin. Außer das, wenn ich schon ziehe. So, okay, machen wir alle. Da hat er sich einfach sowas da reingetan, lol. Aber nur eine. Ich hatte vorhin drei drin, bis wir dann die andere Zauberkarte reingetan haben. Außerdem, glaube ich, ist es sehr sinnvoll. So, wobei, aktivieren wir erstmal diese Karte. Weißt du, was ich mich ja frage? Ob das überhaupt funktioniert, der Effekt, wenn mein Monster in Verteidigung gespielt wurde? Falls ja, episch. Dann mache ich den so lange in Verteidigung, bis der super stark ist, ohne Lebenspunkte zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Und das wäre so, jetzt Saphirdrachen darf ich ja noch nicht spielen. Oder ist richtig? Ja, darfst du nicht. Was ist, welcher Saphirdrache ist denn? Ich weiß gerade nicht mal, was das war. Es gibt noch einen Saphirdrachen. Ah, verdammt, das nervt mich, wenn ich da jedes Mal klicken muss. Weg damit. Wähle, ja. Ah, interessant. Und er hat. Yes, sehr gut. Bring ihn um, ich verliere nicht mal Lebenspunkte. Ist aber eigentlich unfair, weil, naja, wie soll ich sagen? Warte mal, du.
Du spielst ja einfach immer in Verteidigung, da kann ich dich die ganze Zeit angreifen und du verlierst nie Lebenspunkte, what the fuck. Das ist echt fies, gell. Da ist irgendwas falsch bedacht. Erzähl mal, warum die Karte nicht existiert. Vielleicht hätte ich sie... Okay, komm, ich gehe in den Angriffsmodus. Willst du mal Monster von mir zerstören? Ich frage mich gerade... Bist du bescheuert? Also... Ist das etwa bescheuert? Hi! Wie geht's? Das ist irgendwie what the fuck. Wie willst du das besiegen? Okay, du darfst machen, was du hast in deinem Deck, alles. Also irgendwie schafft Yugi das ja mit, stimmt, Yugi benutzt ja Excalibur. Ja, deswegen habe ich, ich habe schon gesagt. Also du, hast du... dich wollte ich nicht in Verteidigung spielen. Ach, keine egal. Sorge, ich greife nicht an. Oh, ich wäre eh stärker. Weißt du, was ich mache? Kannst du das jetzt auch aktivieren? Yes. Du kommst an meinem Monster nicht vorbei. Du bist eigentlich schon Game Over. Überleg dir für die nächste Runde was. Yugi hat's nur geschafft, weil der Orikalkos-Soldat, der ich gerade bin, Orikalkos Gigas von Anfang an immer nur in Angriffsmodus gesetzt hat. Und er dank Excalibur doppelt so viel Angriffspunkte hatte mit seinem Monster, 5200, und dann exakt den Gegner auf Null hauen konnte. Aber du kannst jetzt eigentlich überhaupt nichts machen gegen mich. Mein Monster kommt einfach immer und immer wieder. Aha, immer wieder. Abgesehen davon, dass es jetzt wahrscheinlich nie wieder... Warte, warum kann ich meinen Friedhof aktivieren? Was liegt da? Ach so. Ja, okay. Das war's dann wohl mit der Battle Phase. Ja, okay, den greife ich ja nicht an. Ah, das liegt da also. Na, das große Schild Gartner. Du könntest noch gewinnen, wenn mir die Karten ausgehen. Ich muss immerhin unendlich viele Monster besiegen, alle, die du da so setzt. Sind aber nicht unendlich. Oh, oh. Nein, ich habe mich vergessen. Egal, ich habe nichts getan. Was zur Hölle wolltest du denn klicken? Ich dachte, ich habe vergessen, dass ich noch nicht in der Battle Phase bin und wollte angreifen drücken und habe dann in Defense gedrückt. Komm, töte mein Monster, jetzt bist du stark genug. Aber warte, du kannst ja nicht. Scheiße. Das ist eine dumme Karte. Ich zeige euch in nächster Runde eine Zauberkarte, die ganz toll ist. Guck mal, die Karte ist scheiße. Deswegen schmeiß ich sie weg. Karten der Heiligkeit. Ah ja, stimmt. Die okay, mal versuchen. Geht das? Nein. Ich hätte sich scheiße, ich denke, das tut mir Angst. Hä? Ach, die kann das? Okay, das wusste ich gar nicht. Was für ein Spinner, er spielt eine Spindel. Oh, na gut. Also das ist eigentlich nicht fair. Aber egal. Nein. Ach Mist, mein Monster zerstört sich gar nicht, weil deins nicht in Angriff war. Ja, was soll's. Hä, aber normalerweise aber solltest du Schaden allein. Ich geb dir damit nur eine Chance, mir ein bisschen Lebenspunkte abzuziehen, indem du mich jetzt nächste Runde angreifst. Übernächste, wenn die Lichtschwerter wechseln. Übrigens, ich habe noch mehr verräterische Schwerter auf der Hand. Wenn die Lichtschwerter wechseln? Oh, so viel dazu. Du hast das Auge von Diameus gerade weggeschmissen, WTF. Hast du den mehr als einmal entdeckt? Okay, das will ich testen. Ja.
Was kommt denn jetzt? Huch. Du schmeißt viel weg. Ey, dein Deck ist jetzt kleiner als meins. Hör auf. Sonst muss ich mehr ziehen. Wie stark ist denn die jetzt? Oh, shit. 900. Du kannst mir 2000 Lebenspunkte abziehen. Glückwunsch. Ach, und du kannst mein Monster ja dann nochmal angreifen. Weil oh nein! Oh nein! Oh nein! Du kannst nicht... Warte, was? Ich kann nicht dann an 100 angreifen. Ach, Orikalko, Siegel! Ah, ich verliere das sowieso. Kommen die auch beide wieder, ja? Ist das bescheuert? Deswegen sollte es solche Karten einfach nicht geben, weißt du? Ja, die sind ja auch dafür da, um alles zu vernichten. Gegen die soll man ja gar nicht gewinnen können. Aber Juki macht so trotzdem. Ich gebe dir eine Chance. Jetzt kannst du das schwächere Monster angreifen. Womit? Oh, warte mal, stimmt. Okay, aber nächste Runde mache ich so, ich setze ihn am Anfang nicht in Defense. Das ist einfach zu unfair. Dann hast du am Anfang wenigstens Chancen, mir einen Haufen Lebenspunkte abzuziehen. Hat er, glaube ich, der Originale auch nicht gemacht, oder? Der hat ihn ja nicht einmal in Defense gesetzt, oder? Ja, der hat ihn auch nur in Angriff gesetzt, ja. Oh, perfekt. Ich habe den idealen Start. Ich habe gleich alles, was ich brauche. Ich muss nichts anderes benutzen. Dann benutze ich jetzt wirklich nur diese zwei Karten. Okay. In Anführungszeichen, ich habe Landformen gezogen. Okay, setzen. Wieso setzt du ein Monster? Glaubst du etwa, ich werde dich mit 900 Angriffspunkten besiegen? Ja. Ich habe immer Angst davor, okay. Ja. Dann ist es nachvollziehbar. Diese 900 Angriffspunkte, du. Die sind einfach überwältigend. Wenn man mal davon absieht, dass ich Landform benutzt habe, war das der perfekte erste Zug, so wie auch okay. Im Dessert. Jetzt muss ich richtig reinhauen. Ah, oh, das tut weh. Voll, so richtig reinhauen kann, ich kann nicht ganz so richtig reinhauen, egal. Hau mal ein bisschen rein. Weißt du, sowas wie Axt der Verzweiflung bräuchtest du in deinem Deck, die gibt 1000 Angriffspunkte. Noch 2400. Nächstes Mal kannst du mir nur noch 1100 abziehen und dann nur noch 700. Also irgendwie wird's echt schwer für dich. Ich hätte mich jetzt auch selbst vernichten können. Aber irgendwie wollte ich das jetzt gerade. Reicht, wenn du mich angreifst. Ah, perfekt. Wollte ich ziehen dafür. Brauche ich den? Na, ja, der kann mein Deck ein bisschen leeren. Okay, dann schmeißen wir den weg. Weißt du, was ich versuche? Die meisten Handkarten zu erreichen, die ich schaffe. Das mache ich. Oh, das tat irgendwie weh. Kann ich noch gewinnen? Nächstes Mal verliere ich 600. Und dann verliere ich noch 100. Oh ja, bist du stärker. Wie viel kriegt man die pro Dingens? 300. Also benutze ich jetzt einfach trotzdem ein paar Karten. Das sind 600, das ist noch nicht genug. Ja, warte mal. Ich gebe dir ein bisschen Vorbereitungszeit. Habe ich schon Vorbereitungszeit? Du kannst mir eh nichts irgendwie machen. Ich gebe dir Vorbereitungszeit. Und damit du auch wirklich nichts anderes machst außer vorbereiten, benutze ich einen Stahlkäfig, um dich davon abzuhalten, was zu machen. Zumindest angreifen ist verboten. Aha, fein. Ich hab vor allem eine Karte, mit der kannst du auch ziehen, wenn du dir was hilft. Ach, oh fuck. Ach,
ich habe den Effekt von dem Monster nicht so richtig gelesen. Da kann ich den ja gar nicht anwenden. Oder? Ja, kann ich nicht. Ach, sie muss in diesem Spielzug beschworen werden, das ist aber schlecht. Ja, der Kuri-Bandit. Hier, wir können eh nichts machen, wir haben Käfig. Jetzt können wir wenigstens beide noch eine Karte ziehen. Ach stimmt, der Käfig ist ja gegen beide. Ja, richtig. Ansonsten hätte ich dir jetzt natürlich Lebenspunkte abgezogen. Ich hatte nur Angst, ein Monster in Verteidigung anzugreifen, weil ich ja dann unnötig Lebenspunkte verlieren könnte, ohne dass mein Monster stärker wird, weil es ja nicht stirbt. Und deswegen habe ich das nicht riskiert. Ich möchte ja schließlich trotzdem noch gewinnen. Und du musst dich irgendwie so mega richtig krass buffen. Kommen wir nur da drauf, naja. Jetzt muss ich gleich wieder eine Karte wegschmeißen, oder? Ja. Ich könnte probieren, den Orichalcus zu zerstören, aber meiner Meinung nach ist Orichalcus unzerstörbar, also weg damit. Ja, sollte unzerstörbar sein. Schau mal, ich habe ganz viele Handkarten. Und noch mehr. Und noch mehr. Darf ich jetzt eigentlich noch andere Karten benutzen oder wie machen wir's? Was für andere Karten? Okay, ich benutze nichts mehr, du sollst eine Chance haben. Hä, du greifst den an? Nein, danke. Nein, du bist nicht, darfst du nicht? Du willst nicht, dass ich mich stärker mache? Ah, du willst wahrscheinlich jetzt so lange warten. Bis du es irgendwie schaffst, dich so mega aufzubuffen, 1300 Schaden bei mir anzurichten. Momentan schaffst du 600. So, machen wir jetzt erstmal das hier. Das heißt, du brauchst eigentlich nur ein Monster mit 3200 Angriffspunkten. Das sollte ja zu schaffen sein. Was? 3200, wenn ich dich mit dem einen Zug jetzt besiegen will, oder was? Ja, im Endeffekt. So hast du das ausgerechnet? Du bist ja echt ein Mathematiker. Ja. 1900 plus 1300 macht 3200. Wie viel gerade kriegst du? 500. Ich hab eine Fallenkarte. Wie viel durchschlagenden Schaden mache ich jetzt? 600, oder? Ja, wenn du nichts hast, was ich nicht sehe. Dann hast du noch 200 übrig, oder irre ich mich? Hä? Wie kommst du denn darauf? Hä? Ja, Lebenspunkten, oder? Du hast 1300, ich mach 600 durchschlagend, oder irre ich mich jetzt? Du greifst an. Ich verliere 600 Lebenspunkte. Ich komme zurück, kriege 500 Angriffspunkte, mein Monster hat 2400. Du greifst nochmal an. Ja, aber es geht um deine Lebenspunkte! Wie viel hast du dann noch? Mein Gott, Mann. Ja, 1300 minus 600. Sind 200. Oder irre ich mich? Nein! 13 minus 6, Dennis, sind 7! Ah. Ich check schon, weil da zwei Finger oben waren, habe ihm die andere Hand ignoriert. War das jetzt ein... Lacht aus in den Kommentaren. Oder nein, tut's nicht, wäre gemein. Aber ehrlich, wie bist du eigentlich mit einer Mathe 1? Ist ja auch egal. Wenn du so zählst. Jeder hat eben auch Schwächen, nicht wahr? Und einfache Mathematik konnte ich schon immer im Kopf, ohne dir zu denken. Oh fuck, Das ist echt ein Problem für dich. Nee, das wird so direkt so nicht hinhauen. Dann muss ich erstmal... Dann muss ich erstmal Monster setzen. Dass ich dich jetzt einfach angreife, um mich selbst zu töten und stärker zu werden, wenn du das noch nicht willst und noch nicht vorbereitet bist. Und dann gewinne ich. Weil ich das einfach dreimal machen kann, weißt du. Solange deine Monster im Angriffsmodus sind, stirbt meins ja, wenn ich dich angreife. Ah, ich weiß ja nicht, ob du das machen kannst. Ich
denke eigentlich schon. Weißt du, du könntest mich nur mit faszinierender Kreis aufhalten oder sowas. Aber dadurch gewinnst du ja trotzdem noch nicht. Du hältst mich nur vom Angreifen an. Einziges Problem ist, dass du dein Monster dann wieder umdrehen musst. Schwerelosigkeit, lol. Hä? Warte mal, das eine Monster hat sich nicht umgedreht? Warum das denn? Die zwei Verdeckten drehen sich nicht um, weil sie verdeckt waren. Was ist mit dem offenen Kuri-Banditen? Das war davor in Verteidigung. Ach so, die tauschen! Ach so. Mit Ändern meinen sie, dass er tauscht, okay. Jetzt kannst du mein Monster angreifen, ohne dass ich Lebenspunkte verliere. Umso besser für dich. Nein, nicht für mich. Außerdem, ich konnte es in Mainphase 2 nicht mehr umändern, weil ich ja schon angegriffen hatte. Auch wenn du es wieder beendet hast. Du machst eh nichts außer dich vorbereiten und ich versuche dich anzugreifen und du wirst es nicht mehr blocken können auf Dauer. Kannst einfach nicht. Und ich kann jetzt natürlich einfach den da töten, weil er so wenig Defense hat. Ja, das mag sein. Ich kann deinen dunklen Magier jetzt aber nicht töten. Und wenn ich ihn angreife, sogar einen verteidigen will, sterbe ich ja nicht. Ich verliere nur unnötig Lebenspunkte. Also komme ich jetzt auch nicht zum Ende. Ja. Du hast... So. Irgendwie ist es gerade so ein ziemliches Unentschieden. Aha, da fängt's an. Jetzt könntest du mir 1000 in der einen Runde abziehen. Wenn du deine Zauberkarte hast, die dir 700 ATK gibt, hast du gewonnen. Gibt es so eine Zauberkarte denn? Ja, in dem Deck Yugi 15.5 war sie drin. Warte mal, ich habe keinen schwarzen Magier mehr, oder? Die liegen jetzt alle auf dem Friedhof. Ja, tun sie. Er bringt mir die Karte nichts mehr. Und das war die Karte namens Magische Formel. Ich habe 300 Lebenspunkte, wenn du jetzt angreifst. Oh, scheiße. Eigentlich hast du schon gewonnen. Weil du nächste Runde immer noch stärker bist. Glaubst du, was ich vorher so viel kalkuliert habe? Weißt du, ich könnte jetzt ganz unfair sein und dir einen Keto Meisterheiler benutzen und 1000 Lebenspunkte kriegen. Ja, aber warum hast du den überhaupt im Deck? Weil ich Angst hatte, dass du mich zu schnell besiegst und der mich dann wenigstens ein bisschen am Leben hält. Ja, läuft anscheinend nicht so. Also gut, es steht dann 1:1. Okay, das machen wir nicht bei dem Monster. Du bist ein wahrer Yugi. Ich habe die Versuchung gerade auf den Friedhof geworfen, damit ich es auch hier nicht mache. Die Versuchung? Say what? Die Anketo Meisterheiler. 1000 Lebenspunkte kriegen und gewinnen. Oh shit! Das kannst du ja zweimal machen! Ja, ich habe zwei Frauen. Wieso sind die zweimal im Deck? Yeah. Vor allem in dem Deck ist es das andere Bild. Naja. Es sieht so pixelig aus. Na gut, jetzt kannst du gewinnen. Glückwunsch. Mhm. Ich habe übrigens noch eine Fallenkarte, die ein Monster wieder beschwört, nachdem du es getötet hast, mit 800 ATK zusätzlich. Ach, kranker Scheiß, bist du sicher, dass du dich da nicht verlesen hast? Da steht, erhält es 800 ATK. Ja, aber ist die so, wie kann eine Karte so gut sein? Wenn Monster durch Kampfzerstörer auf den Friedhof gelegt wird, wirft deine gesamte Hand ab, mindestens eine Karte, und wähle dann ein Monster, was zerstört wurde oder was ich abwerfe. Auf jeden Fall darf ich spezial beschwören mit 800 ATK. Wehren können, oder was? Du hättest es vielleicht sogar trotzdem noch geschafft. Aber was soll's. Nächste Runde wird vielleicht ein bisschen spannender. Ich fange an. Und ich fange quasi 1:1 so an, wie das Duell eigentlich auch gehört. Beinahe. So. Das ist der wahre erste Zug. Das Siegel von Arikalkas, dieses komische Monster. Mit 800 ATK.
Ich habe eine Falle gesetzt und ich werde sie benutzen. Weißt du, was ich mache? Der ist nicht stärker als ich. Der ist gleich wieder weg vom Feld. Du weißt, ich... Was? ...darf dich angreifen. Das glaubst du. Wusste doch, dass es Kuribo ist. Ich hab's gesagt, bevor du es benutzt hast. Gehört? Ja, du Kuribabiloner. Hellseherischen Fähigkeiten. Warte mal, du hast deine verdeckte Karte, das mag ich nicht. Oh, du bist gut. Du hast Verteidigungsziehen gekrallt. Also, es ist keine Schnellzauberkarte, oder? Ach, schade. Boah, das wäre richtig cool, wenn das funktionieren würde. Aber leider verhinderst du das. Ich verhindere eigentlich nicht viel. Naja, dein Monster, du kannst ja dein Monster instant wieder zurückrufen. Bedeutet also, ich kann nicht schnell genug Wiedergeburt einsetzen, um es mir zu greifen. Ach so, das wäre irgendwie eine interessante Taktik. Naja, ich könnte Nein anklicken und es bleibt auf dem Friedhof. Ja, aber dann bleibt es da auch. Oder nicht? Ja, ich hab's ja dreimal im Deck. Es wäre dumm, das zu tun. Also, verdammt, ich möchte dich nicht angreifen, weil ich dann nur unnötig Lebenspunkte verliere. Ich muss ja stärker werden. Oh. Geht es zweimal hintereinander? Sind wir jetzt zwei Züge in Ruhe? Was, zwei Züge in Ruhe? Nee. Ich glaube nicht, dass sich das deckt. Was in Ruhe? Ah, Schaden, okay. Müssen, ich habe den Effekt vorhin falsch gelesen. Ja. Muss ordentlicher lesen. Muss lesen lernen. Ne, ehrlich, da steht nämlich, kein Spieler erhält bis zum Ende des nächsten Spielzugs deines Gegners Schaden. Ich hätte dich also angreifen können und keinen Schaden bekommen, auch wenn du stärker bist. Aber das müsste ja jetzt immer noch gelten. Willst hoffen? Anscheinend nicht. Ja, gut. Okay, jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Ah. Ja, okay. Den setze ich aber mit der Verteidigung, ja. Oh, aber ich werde den zweiten Orichalcus Gigas benutzen, wenn ich ihn ziehe. Und dann mache ich dein Monster platt. Hä, hey, der zweite ist doch nicht stärker. Ja, dann bringe ich mich halt... Verdammt, das ist echt kacke. Ich verliere nur Lebenspunkte, wenn du die ganze Zeit in Verteidigung bleibst. Weil ich ja nicht stärker werde. Ich muss ja sterben, zum stärker werden. Eigentlich hätte Yugi von Anfang an den Typen einfach nur nicht angreifen sollen. Ja, einfach alles in Verteidigung spielen, der kann nichts machen. Verdammter Scheiß, ich werde nicht stärker. Lass mich stärker werden, verdammt. Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist, wenn du stärker wirst. Die könnten alle mehr Defense haben als ich Angriff. Es lohnt sich nicht anzugreifen. Die könnten nicht nur. Ich weiß gar nicht, ob ich was unter den 100 habe. So. Zwei von denen! Ist das etwa unfair? Naja, es ist doppelt so viel Gegner. Solange er schwach bleibt, fand ich das jetzt witzig. Ich glaube, du gewinnst, ehrlich gesagt. Ganz im Ernst, ich kann nicht wirklich... Erstmal die Hälfte meines Lebens wegschmeißen. Schau, jetzt wo ich zwei habe, ist es sogar noch besser für dich. Weil es egal ist, wenn einer zu stark wird, du kannst ja immer noch den anderen angreifen. Du musst das jetzt richtig ausnutzen, dass ich den zweiten gespielt habe. Ich werde nämlich beide in Angriff lassen. Ach stimmt, du hast ja noch Dingens. Ach fuck. Ich dachte, ich könnte jetzt angreifen, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Sorry, nächste Runde. Aber trotzdem... Aber was, wenn ich dich einfach angreife? Ja, aber du würdest dir... Du kannst das, glaube ich, nicht zweimal machen. Naja, was soll's. Ich weiß eh nicht, was ich sonst tun soll. Ich bin so gut wie tot. Das ist so witzig. Ich kann nochmal angreifen.
Ja, mit dem vielleicht. Nein, mit beiden. Hey, wie denn? Aber weißt du, was das Problem ist? Ist egal, ich bin sowieso Game Over. Den schenke ich dir. Ja, na also, allein Schaden, das war mir klar. Ja, aber hättest du mich angegriffen, dann wäre das ja auch so ausgegangen. Also. Ich habe ja nicht umsonst. Ein schwarzer Magier lag schon im Friedhof, was glaubst du, warum? Es war dumm von mir, dass ich den zweiten überhaupt gespielt habe. Wobei, es hat jetzt eh keinen Unterschied gemacht. Ich hätte von dir einfach von Anfang an ein schwächeres Monster zum Angreifen gebraucht. Damit ich nicht so viele Lebenspunkte verliere. Aber du hast es klug gespielt, alles in Defense und dann super starkes. Tja. Ah, und natürlich hat es geholfen, dass du den mit 2-6 Defense am Anfang hattest und ich Depp angegriffen habe. Sonst viel schwerer. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen. Wieso weil nicht? Der Schaden, das hat am meisten ausgemacht, die 1700. Wenn ich das lang genug so spiele, habe ich 3 schwarze Magier auf dem Friedhof und wieder eine neue 2900 ATK. Schwarzes Magier-Mädchen. Ja, gut. So, das war Aurikalkos Gigas, beziehungsweise ja. Aurikalkos Soldat. Mit also bewerte nicht vergessen und ciao! Tschüss!